Willkommen zurück, schön, dass du wieder da bist. Heute klären wir, wie du deine Sprache, deine Stimme nutzt, um Frauen von dir zu begeistern. Darum geht es im heutigen Video. Viel Spaß dabei. Also, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Eine witzige Sache, auf die ich eingehen möchte, weil ich es in den Kommentaren gelesen habe. Nein, ich war im letzten Video nicht in der Unterhose auf dem Sofa, sondern ich hatte eine kurze Badehose an. Da wurden ein paar lustige Sachen vermutet, im Sinne von, Tim hat eine Wette verloren, er musste in der Unterhose da sitzen. Nein, so war es nicht. Es ist eine kurze, wenn auch sehr kurze Badehose. So, heute soll es aber nicht um Badehosen gehen, sondern um das Thema Stimme, Sprache, Geschichten und wie du es schaffst, mit diesem Gesamtzyklus, diesem Gesamtapparat, die Frau von dir zu begeistern. Denn eine Sache, die ich immer wieder von Frauen zu hören bekomme und jetzt auch gerade wieder, als ich mit einer Frau Sprachnachrichten ausgetauscht habe, die ich Tinder kennengelernt habe, ist, hey, du hast eine sehr tolle Stimme, man kann dir super beim Erzählen zuhören. Das Feedback bekomme ich auch von euch in den Kommentaren und ich weiß, dass es eine meiner Stärken ist. Das war aber nicht immer eine meiner Stärken, wenn du mal eines meiner früheren Videos guckst. Du kannst dir tatsächlich das allererste Theorievideo angucken, was ich auf diesem Channel gemacht habe. Das ist nämlich frei. Ich habe es wieder freigeschaltet. Du kannst einfach mal runterscrollen bei Videos zum allerersten Video. Das heißt, glaube ich, wie du mit Ansprechangst umgehst. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, da kannst du mal schauen, wie ich am Anfang gesprochen habe. Deutlich gehemmter, viel weniger Variation in der Stimme. Und es ist halt also keine Gottesgabe, die ich bekam, als ich geboren wurde, sondern ich habe das halt über die Zeit entwickelt und genau das Gleiche kannst du natürlich auch, was ein Mann machen kann, kann auch ein anderer Mann machen. Das kennst du vielleicht, diesen Spruch. Also, wie kommst du jetzt an den Punkt, dass du besser mit deiner Stimme arbeiten kannst, dass du coolere Geschichten erzählen kannst, dass du allgemein mit deiner Ausdrucksweise beeindrucken kannst? Und ich weiß, es geht nicht um beeindrucken, ich benutze das Wort hier jetzt einfach mal in diesem Kontext. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich sehe immer wieder Leute, die, und ich weiß, diese Leute sind klug, ich weiß, diese Leute haben was drauf, aber die können sich nicht ausdrücken und wirken dadurch unglaublich dumm. Wenn du dich ausdrücken kannst, ja, wenn du, da hängt ja alles zusammen, deine Mimik, deine Gestik, die Art und Weise, wie du redest, deine Betonungen, die Art und Weise, wie du sprechen kannst, wie du Geschichten verpacken kannst, all das gehört ja zusammen und wenn du dich gut ausdrücken kannst, dann wirkt es automatisch auf alle Leute so, als wärst du deutlich kompetenter, als du vielleicht unter Umständen bist. Oder du bist trotzdem kompetent. Das hilft dir nicht nur bei den Frauen, sondern das hilft dir in absolut jeder Lebenssituation. Das ist ein richtiger Soft Skill. Soft Skill bedeutet die Fähigkeiten, die man haben sollte, um hier in der Welt klarzukommen. Ja, das hilft dir natürlich offensichtlich im Beruf, hilft dir aber bei allen anderen Situationen in Kontakt mit Menschen auch. Also, wie entwickelst du das? Dazu möchte ich dir einen speziellen und tollen Tipp geben, denn so habe ich damals angefangen, mich zu entwickeln. Meine Coaching-Teilnehmer haben immer von mir die Aufgabe, Tagebuch zu führen über das, was sie mit den Frauen so erleben. Das habe ich damals auch viel gemacht. Viel Tagebuch geführt habe ich damals. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mir meine Handykamera geschnappt, meine Kamera vom iPad. Ist aber auch egal, ob du dein Handy nimmst oder dein iPad oder was auch immer. Ich habe damals mein iPad benutzt und ich habe mir dann mein Tagebuch vorgenommen und habe einfach geguckt, okay, was habe ich da reingeschrieben? Und dann habe ich mir als Aufgabe gesetzt, okay, du nimmst jetzt dieses Wissen oder diese Information, die du da ins Tagebuch geschrieben hast, und du machst daraus ein Video. Und da habe ich daraus ein kleines Video gemacht. Das muss nicht lang sein, das reicht, wenn das 3-4 Minuten lang ist und du erzählst irgendwie über deinen Tag oder du erzählst über irgendeine Erfahrung, die du mit Frauen gemacht hast. Oder was ich auch damals gemacht habe, ich habe irgendwelche Theorien zusammengestellt, wie das denn sein könnte mit den Frauen und Anziehung und XY. Und dann habe ich daraus ein Video gemacht. Und das habe ich jeden Tag gemacht. Und diese Videos waren am Anfang schlecht. Und irgendwann wurden sie besser. Irgendwann wurden sie zu diesen Videos, die du jetzt hier siehst. Und ich habe es so gemacht, dass ich diese Videos gemacht habe und sie mir dann selbst angeschaut habe, um zu gucken, hey, wie wirke ich denn? Was kann ich verbessern? Ich habe es auch anderen Leuten gezeigt und sie gefragt, was kann ich verbessern? Sachen, auf die du achten solltest, wenn du sowas machst, und ich kann das nur empfehlen, ist Ums und Us. Wenn du meine Videos schaust, wirst du merken, dass ich sehr wenig Ums und Us mache, wenn ich gerade nicht weiß, was ich sagen soll. Das kommt auch mal vor, auch wenn es nicht so wirken scheint. Nicht so zu wirken scheint. Dann mache ich Pausen. Wie jetzt gerade. Ich mache Pausen, statt M oder R zu sagen. Ganz egal, wie lang diese Pausen sind. Pausen können auch so lang sein wie gerade und es fällt den Leuten nicht negativ auf. Ganz im Gegenteil, eine Pause kann sogar dafür sorgen, dass das, was du vorher gesagt hast, deutlich stärker stehen bleibt. Das ist die Kraft von Pausen, aber du kannst Pausen auch nutzen, um Ös oder Öms rauszunehmen. Und je mehr du Ös oder Öms rausnimmst aus deiner allgemeinen Kommunikation, desto kompetenter wirkst du. Das ist der erste und wichtigste Schritt, Öms und Ös rauszunehmen.
Die andere Sache ist, ich lese sehr viel. Das weißt du bereits auch, wenn du meine Videos schaust. Ich lese sehr viel und das hilft mir natürlich auch nochmal dabei, viele Worte zu kennen, um mich ein bisschen gewählter ausdrücken zu können. Gut, das ist so eine Sache, da muss man überlegen, ob man das machen möchte. Kann man die Zeit investieren, kann man auch nicht. Ich kann es nur empfehlen, denn dadurch, dass du Wissen ansammelst, ich habe das schon mal erwähnt, dadurch, dass du vielleicht Dokus guckst, irgendwelche Bücher liest, hast du auch viel zu erzählen, bist du einfach ein Typ, der viel weiß und das ist eine sehr anziehende Sache. Plus, du kannst dich halt besser ausdrücken. Ich kann das nur empfehlen, wenn du jetzt mit dem Ausdruck Probleme hast. Dann würde ich außerdem bei dem Video immer auf solche Sachen achten, wie ist denn meine Mimik und meine Gestik? Habe ich überhaupt Mimik und Gestik? Denn es gibt ungelogen Leute bei mir im Coaching, deren Kommunikation sieht so aus. Ja, und dann bin ich zu dem Laden gegangen und dann bin ich da reingegangen und habe mir halt eine Banane gekauft und die Banane habe ich dann gegessen und die war sehr lecker, die Banane, die habe ich gegessen. So, und es ist ja klar, dass du mit so einer Kommunikation jetzt niemanden vom Hocker reißen kannst. Du musst gar nicht viel machen. Ich zum Beispiel in meinen Videos übertreibe es oft mit der Gestik. Ja? Ich gestikuliere sehr viel. Das muss gar nicht so viel sein. Also ich habe eine sehr starke Ausdrucksform. Das muss überhaupt nicht so krass sein. Das kann auch deutlich ruhiger sein. Und es gibt auch Momente, in denen ich ruhiger kommuniziere, in denen ich dann vielleicht ein bisschen entspannter rede. Und wenn ich ein bisschen entspannter rede, so wie jetzt gerade, dann gestikuliere ich normalerweise auch ein bisschen weniger. Hier in den Videos meistens ein bisschen mehr. Das ist abhängig von wie ich drauf Lust habe oder wie mein Energielevel auch gerade ist. Aber so eine Basic-Gestikulation mit deinen Händen solltest du dir schon angewöhnen. Und auch mit dem Gesicht, das ist eine meiner größten Stärken, dass ich habe ich benutze sehr viel in meinem Gesicht. Du siehst jetzt ein leichtes Lächeln, ich benutze oft meine Augenbrauen, wenn du mal darauf achtest. Ich benutze einfach sehr viel von meinem Gesicht, meine Augen, ich mache sie weiter auf, mache sie weiter zu. Und das gibt dem Ganzen eine sehr lebendige Ausstrahlung. Wenn wir wieder zurück zum Thema kommen, worauf du beim Video achten solltest. Gestiken, wie ist dein Ausdruck im Gesicht? Wie ist deine Tonalität? Das siehst du bei, oder hörst du bei meinen Videos, Podcasts, wenn du die auch hörst, auch immer wieder. Ich schwanke von meiner Tonalität. Mal spreche ich leiser, mal spreche ich lauter, mal schneller, mal ein bisschen langsamer und mache vielleicht auch mal Pausen. Mal spreche ich ein bisschen aufgeregter, dann wieder ein bisschen mit mehr Ruhe. Ja, mal ist ein bisschen mehr Begeisterung drin, mal aber auch ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Das kommt immer darauf an, worum es gerade geht. Und das sind Sachen, auf die du achten solltest, wenn du diese Videos drehst. Wie schneide ich ab auf diesen Dingern? Wie wirke ich selbst auf mich? Zeig es anderen Leuten. Wie wirkst du auf die? Und achte auf die Sachen, die ich dir gerade gesagt habe. Und das ist wirklich der einfachste Weg, wie du das verbessern kannst. Und natürlich, indem du allgemein in Kontakt mit Menschen bist. Das hilft natürlich auch. Aber wenn du allgemein in Kontakt mit Menschen bist, dann hast du halt nicht diese Reflexion. Außer du fragst die Leute, wie du denn auf sie gewirkt hast, was du gerne machen kannst. Denn dann kriegst du vielleicht Feedback wie, hey, du wirkst sehr monoton, du wirkst sehr langweilig, wie du redest. Du kannst gerne auch üben, das ist auch eine super Sache, die ich meinem Coaching dann immer wieder mitgebe, Geschichten aus deinem Leben zu erzählen. Probier mal verschiedene Geschichten zu erzählen. Probier mal eine Geschichte zu erzählen und die sehr monoton und langweilig zu erzählen. Ja, ich war im Ferienlager und dann war ich im Ferienlager. Und probier die Geschichte dann mal übertrieben emotional zu erzählen. Ja, ich war im Ferienlager und das war echt cool und das war echt traurig, was da passiert ist und ich weiß auch nicht. Und dann versuch sie mal auf einem normalen Level zu erzählen. Ja, ich war im Ferienlager und das war echt eine coole Sache, bla bla bla. Na, du kannst verschiedene Geschichten aus deinem Leben nehmen und die aufnehmen, also dich da wieder bei aufnehmen, wie du es erzählst und kannst es sehr emotional erzählen, kannst es sehr monoton erzählen, kannst es auf einem normalen Level erzählen und kannst so ein Gefühl dafür kriegen, wie du denn redest und wie du denn reden könntest, wo mehr Ausdruck drin steckt. Das ist einfach was du üben musst. Du kannst auch, und da war ich auch für eine kurze Zeit, kann ich sehr empfehlen, zu den Toastmasters gehen. Die gibt es in fast jeder größeren Stadt. Das ist ein Verein, da lernst du reden. Da hast du auch immer diese Stehgreifreden. Das ist richtig geil. Könntest du machen, wenn du einen Freund hast, mit dem du dich verbessern möchtest, dann könntet ihr auch zusammen Stehgreifreden machen. Stehgreifreden bedeutet, du kriegst ein Thema und es ist deine Aufgabe, da 2 Minuten lang irgendwas zu erzählen. Zum Beispiel sagt er dir dann, also du kennst das Thema vorher nicht, du stehst dann da und machst eine Stehgreifrede im Sinne von, okay, warum sind Blaubeeren super gesundes Essen? Oder warum war damals im Zweiten Weltkrieg, keine Ahnung, Ruderboote verboten oder was auch immer. Irgend so ein Quatsch sagt er dir halt. Und du musst daraus irgendwie was erzählen. Ja, das war übrigens so damals im Zweiten Weltkrieg. Da war es halt so, Ruderboote wurden überall gebraucht, weil die Armee wurde halt damit verschifft. Und deswegen war es verboten, Ruderboote zu besitzen oder zu kaufen, weil die ganze Armee brauchten das halt. Das heißt, wenn du Ruderboote hattest, dann kamen die Leute von der Armee, haben dir ein Ruderboot weggenommen, weil die das halt brauchten für ihre Einsätze. Oder keine Ahnung, was du dann für erzählst. Es geht einfach nur darum, irgendeine Geschichte zu einem Thema zu erzählen, das man dir vorgibt.
Das ist auch eine gute Übung, die du machen kannst, um diesen ganzen Komplex zu verbessern. Oder wie gesagt, das mit dem Selbstaufnehmen. Ob es jetzt Notizen sind, die du dir im Tagebuch machst, oder ob es Geschichten aus deinem Leben sind, die du versuchst, lebendiger zu erzählen. Denk dran, worauf du achten solltest. Gestik, Mimik, deine Tonalität und vor allem solche Sachen wie Ms und Ös. Und wenn du darauf achtest und das regelmäßig machst, musst du ja auch nicht jeden Tag machen, so wie ich. Kostet aber nicht viel Zeit. Es kostet halt 10 Minuten. Musst du aber nicht jeden Tag machen. Wenn du das aber regelmäßig machst oder zum Beispiel zu den Toastmasters gehst, dann wirst du das enorm schnell verbessern können und wirkst einfach ganz anders auf Leute und vor allem auch auf Frauen. Das war's für dieses Video. Schön, dass du hier warst. Links neben mir abonnierst du den Channel. Unter mir kannst du dich für einen Coachingplatz bewerben, wenn du das und noch viel mehr von mir lernen möchtest, um mehr Frauen in deinem Leben zu haben, mehr Sex, mehr Beziehungen, was auch immer du dir vorstellst. Unten rechts in der Ecke geht es zu einem weiteren Video, das hier ran anknüpft. Schau das also unbedingt, wenn dir dieses Video gefallen hat, da einfach weiterschauen und noch mehr Informationen für deinen Erfolg mit Frauen bekommen. Übermorgen sehen wir uns wieder. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Ciao.